Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ProLife TV. Mein Name ist Felix Früchtel und ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus unseren Schulungsräumen in Ingolstadt. Ich habe mich vor ungefähr zwei Wochen schon mal an Sie gewandt. Da ging es auch schon um das Thema Inflation und die Nachfrage, die von unserer Community kam, von Interessenten, war wirklich umwerfend. Dieses Thema Inflation, das brennt anscheinend tatsächlich allen unter den Nägeln. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie können wir Ihnen jetzt hier irgendwie zur Verfügung, also Wissen und Informationen zur Verfügung stellen, wie können wir Sie weiter aufklären, wie Sie mit diesem Thema Inflation am besten umgehen können. Und ich bin da auf einen alten Bekannten und Freund gestoßen, den Herrn Jürgen Wechsler. Viele von Ihnen werden ihn wahrscheinlich kennen, mit dem ich gesprochen habe, mit dem ich mich ausgetauscht habe. Und wir hatten dann ganz, ganz viele Gedanken uns gemacht und haben gesagt, komm, lass uns einfach ein gemeinsames Interview machen, lass uns mal über dieses Thema Inflation reden, lass uns da auch mal hinter die Kulissen blicken, wieso es überhaupt diese Inflation gibt, warum da vielleicht auch gar nichts dagegen gemacht werden soll von institutioneller Seite. Und deswegen bin ich heute wirklich ganz froh, dass es hier klappt, dass ich heute den Jürgen Wechsler begrüßen darf hier bei uns. Lieber Jürgen, hallo und herzlich willkommen bei ProLife TV. Ja, hallo Felix und hallo und herzlich willkommen auch an die Zuschauer. Freut mich eben hier da zu sein heute und eben auch hier Hintergründe darzulegen zu dem Thema Inflation. Wir haben uns gedacht, wir haben jetzt fünf wichtige Fragen ausgearbeitet im Vorfeld, die aus unserer Community kamen. Also das waren die häufigsten Fragen, die in den letzten Wochen gestellt worden sind. Und wir machen das einfach ja, ganz easy, wir stellen diese Fragen jetzt mal dir, Jürgen, als Experten tatsächlich, weil wir haben unser Expertengebiet, wir sind in dem Thema Ankauf, Lebens- und Rentenversicherung Experte, du bist Experte rund um das Thema Vermögenssicherung, das heißt, da geht es darum, wie man das Kapital auch in Zukunft so investiert und sichert, dass es auch in Zukunft noch einen gewissen Wert hat. Jürgen, vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vor, damit jeder einen kurzen Einblick über dich erhalten hat. Ja, gerne. Jetzt sage ich ein paar Hintergründe zu mir. Also Jürgen Wechsler, ich bin Ex-Investmentbanker, habe bei der Nummer 1 gearbeitet im Währungsmarkt. Wir hatten also weltweit einen Marktanteil von über 20% und damit Nummer 1. Und das ist genau mein Steckenpferd auch. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren vor allem mit dem Thema Geld- und Währungssysteme. Und habe da eben sehr viel Erfahrung sammeln können. Ich bin seit 2008 eben auch auf eigenen Beinen tätig, habe also da irgendwann das Investmentbanking verlassen und bin eben seither Coach und Berater von Finanzdienstleistern und Investmentunternehmen und habe eben auch meine eigene Firma Forex Freiheit, die sich eben um Ausbildungskonzepte, um Geldwerterhalt sozusagen, um Geldwertausbau hier kümmert. Und dort haben wir eben auch marktführende Ausbildungen aufgebaut. Danke dir, Jürgen. Das ist auch immer ganz wichtig. Und meine Damen und Herren, wieso habe ich heute den Jürgen als Gast da? Weil ich ihn einfach schon lange kenne, die Qualität schätze. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass wir eine gewisse Qualität nach außen tragen. Wir haben selber einen gewissen Qualitätsanspruch. Und mein Interviewpartner, mit dem ich das hier machen möchte, auch da schaue ich natürlich im Vorfeld auch ganz klar dahin, ist der Qualitätsanspruch, entspricht der auch unserem Anspruch und das hier kann ich auf jeden Fall unterschreiben, deswegen passt es hier tatsächlich einwandfrei. Ja, bevor ich einsteige, vielleicht noch ganz kurz zur Information an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn ich jetzt hier immer mal wieder ein bisschen nach rechts rüber schaue, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich Sie, dass ich nicht in die Kamera schauen möchte, sondern dass hier rechts der Bildschirm ist und ich den Jürgen sehe und das immer ein bisschen komisch ist, wenn ich da nicht hingucken kann. Das heißt, nicht wundern, wenn ich mal meinen Blick von der Kamera abschweifen lasse. Jürgen, sollen wir loslegen? Soll ich einfach mal die erste Frage stellen? Alles klar. Also, was tatsächlich ganz, ganz häufig jetzt gekommen ist, was ja auch jeder mitbekommt. Also das spürt ja mittlerweile wirklich jeder in seiner Tasche, spätestens wenn er tanken geht oder wenn er irgendwo, ich habe es letztes Mal gespürt, war ich auf dem Wochenmarkt, habe Obst gekauft und habe gedacht, ich bin irgendwo in der Apotheke hier. Aber die Inflation ist so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr, wird uns erzählt, gefühlt ist sie noch viel, viel höher. Sie liegt also auf jeden Fall schon deutlich über 5%. Was ich
der normale Sparer natürlich immer fragt, ist, was bedeutet das für mich und was bedeutet das für meine Altersvorsorgeverträge, die ich vielleicht noch in der Schublade habe? Ja, im Prinzip kann man schon mal sagen, im ersten Moment ist, wenn man für 100 Euro einkaufen geht, dann wird einfach der Inhalt des Einkaufswagens kleiner. Also der Wagen bleibt gleich groß, aber man kann für 100 Euro nicht mehr so viel reinlegen, wie du schon gesagt hattest, gerade beim Obst und Gemüse ist es ja besonders auffällig jetzt dieses Jahr geworden. Da sind wir deutlich über diesen 5%. Und das sind natürlich gerade die Waren, die wir für den täglichen Gebrauch haben. Also die Waren des täglichen Gebrauchs, kann man sagen, sind die meisten sogar über 10% angestiegen. Und das ist dann schon enorm. Und wenn man jetzt mal so 2, 3 Jahre vorausschaut, dann wird es ziemlich dünn im Einkaufswagen, wenn man mit den 100 Euro eben einkaufen geht. Und vor allem, wenn man eben Ersparnisse hat oder auch Vermögen, dann schmilzt natürlich hier auch die Kaufkraft von diesem Vermögen wie Schnee in der Sonne weg. Und bei der Inflation jetzt auch, die wir haben, und wenn auch noch Nullzins ist, dann kann man jetzt schon sagen, steigt eben auch die Altersarmut, also auch von denjenigen, die schon in Rente sind, aber natürlich auch, die sich hier ja in Zukunft etwas aufbauen wollen, die also letztendlich von ihrem Kapital leben wollen, für die ist es dann schwieriger geworden. Und da ist natürlich auch die Frage, ja, vielleicht geht die Inflation ja gleich wieder. Das ist ja, was uns immer wieder noch von Hoffnung gemacht wird, von den Notenbankern. Man kann aber sagen, nein, sie ist erstmal gekommen, um zu bleiben, weil es hat sich auch grundsätzlich etwas verändert. Wir haben also neue Lieferketten, die aufgebaut werden müssen. Wenn ich halt nicht mehr komplett ganz günstig einkaufen kann in Asien, ich muss Produktionsstätten jetzt ein bisschen mehr vor Ort wieder aufbauen. Das kostet erstmal das Ganze. Ja, also hier sind ganz andere ja, Wirtschaftsformen wieder, die sich hier neu strukturieren und diese werden mit neuen Kosten sein. Genauso auch, wir wollen ja uns komplett als Wirtschaft ökologisch umbauen. Das geht erstens nicht von heute auf morgen und zum Zweiten natürlich nicht zu den alten Energiekosten. Das heißt also, wir haben von den grundlegenden Faktoren einen Preisdruck, der einfach vorhanden ist und der weiter ist. Und es wird sich ja auch kommen mit den Lohnpreisspiralen. Also ich hatte ja auch eine sehr interessante und fast schmunzelhafte Sache gelesen, dass jetzt die Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank höhere Löhne fordern wegen der Inflation. Also sehr spannend. Dort kommt es also auch schon an. Also letztendlich haben wir gestörte Lieferketten, eine Verknappung auch. Viele haben das ja auch gemerkt, von Baumaterialien beispielsweise. Also dass wirklich eine Verknappung da ist, dass man das Material gar nicht mehr herbekommt. Und eben Neuaufbau und Streuung der Lieferketten. Und wir haben ja auch schon gehört von der Politik, die möchten ja als zukünftiges Wirtschaftsmodell eher eine Angebotspolitik aufbauen. Das heißt also mehr Staatseinfluss, wie wir es ja auch schon von früher kennen, vom Sozialismus. Es ist mir alles vorhanden, aber man hat irgendwo Dinge da. Und das natürlich alles ein bisschen zum Thema ökologisches Denken, dass man weniger Ressourcenverbrauch hat. Ja, wir müssen uns gewöhnen, dass einfach eine Verknappung einsetzt, die hier auch ja, gewollt ist, kann man sagen. Und wir wissen zwar auch, wie schon die Erfahrung ist und der Ausgang dieses Wirtschaftsmodells, da gibt es ja schon genügend historische Momente, aber es wird wieder versucht, in diese Richtung zu gehen. Im Prinzip hat es nirgendwo funktioniert, am Ende war der Geldwert futsch. Und das ist das, wo wir uns darauf einstellen müssen. Und wenn man eben auch nicht rechtzeitig gegensteuert wird in diesen Formen des Wirtschaftens, dann kommt der klassische Teufelskreislauf bei den Geldsystemen. Nämlich das erste Punkt ist die Inflationierung der Währung. Dann brechen Lieferketten eben drauf. Haben wir jetzt auch schon gesehen. Dann brechen auch ganze Wirtschaftskreisläufe zusammen. Jetzt sehen wir zum Beispiel bei Neuwagen. Ich meine, ihr seid in Ingolstadt, da haben wir es ja direkt dann mit Audi. Es fehlen die Chips für die Neuwagen. Ja, das heißt, es kommen keine Neuwagen vom Band. Es stehen die Bänder still. Das kann man natürlich auch machen wie Porsche. Man baut erstmal ein paar Dummy-Chips ein, die eigentlich keine Funktion haben, aber das soll natürlich auch nicht längerfristig haltbar sein. Das heißt, plötzlich fehlen hier Güter aufgrund dessen, dass ein Teil der Kette eben nicht mehr vorhanden ist. So, das nächste ist dann, nächste Stufe sind Kreditausfälle. Das sehen wir jetzt auch im Zuge von dieser Chip-Krise. Wir haben jetzt erstmal einen Teil dieser Wirtschaft, nämlich viele Pleiten von Automobilzulieferern, ja auch bei euch in der Gegend. Und das wird sich eben auch fortsetzen. Ja, und wenn natürlich immer mehr Kreditausfälle gibt, dann kommt das nächste Teil, Bankensysteme zerfallen, also es Banken gehen pleite und natürlich dann auch ja, die öffentliche Versorgung wird dann
schwieriger. Letztendlich kann man sagen, mit dieser hohen Inflation und dem Negativzins wird eben auch die Altersvorsorge von den meisten Menschen sehr erschwert. Definitiv, und ich glaube, das ist auch so die Quintessenz aus dem, was du jetzt gerade so schön ausgeführt hast, Jürgen, dass halt einfach diese Thematik der Altersvorsorge, die in der Vergangenheit in irgendeiner Form in Geldversprechen aufgebaut worden ist und vielleicht auch in der Vergangenheit ja gar nicht so schlecht lief, kann ja, ist ja definitiv bei dem einen oder anderen Produkt, kann man das ruhig so sagen, spätestens jetzt tatsächlich der Garaus gemacht wird. Denn sobald wir eben diese massive Geldentwertung haben, und ich bin da deiner Meinung, Jürgen, dass die Inflation jetzt erstmal gekommen ist, um zu bleiben, es wird ja auch von Seiten der EZB tatsächlich mittlerweile kommuniziert, dass es mindestens mittelfristig ist, diese Inflation. Und wenn die EZB da von mindestens mittelfristig redet, dann können wir eigentlich alle schon Gift drauf nehmen, dass das definitiv längerfristig sein wird. Was aber tatsächlich dazu führen wird, dass jeder, der in irgendeiner Form ein Altersvorsorgeprodukt, das in Geldversprechen aufgebaut worden ist, in der Schublade hat, dass er das spätestens jetzt mal überdenken muss, gehe ich davon aus. Und das ist so dieses Thema, weil die Frage war ja, was bedeutet das für einen Sparer? Ja, für einen Sparer bedeutet das am Ende des Tages, seine Strategie, seine Altersvorsorge, die wird in irgendeiner Form definitiv nicht aufgehen. Wie viel fehlt und was genau fehlt, das lässt sich heute natürlich noch nicht valide wiedergeben, aber das, was fehlen wird, ich glaube, da sind wir uns alle ganz sicher. Okay, schön. Dann würde ich sagen, wir haben dieses Thema, was bedeutet das für einen Sparer, grundsätzlich mal abgearbeitet. Jeder Sparer fragt sich doch dann aber natürlich auch mit Recht, wieso greift der Staat da jetzt nicht ein? Es kann ja nicht Sinn des Staates sein, dass die private Altersvorsorge, die ja immer wieder auch von den Politikern propagiert wird, dass die also nun so den Bach hinunterläuft und der Staat nicht aktiv eingreift, diese Inflation in irgendeiner Form zu hemmen. Gibt es da Gründe dafür, Jürgen? Ja, das Problem ist, der Staat hat extrem große Interessenkonflikte. Also beim Thema Inflation, weil der Staat hat grundsätzlich Interesse an Inflation. Weil mit Inflation können eben auch Fehler der Politik leichter kaschiert werden. Das ist auch ein ganz altes Politikhaushaltsmittel, das letztendlich hier wieder genutzt wird. Und es ist eben noch einfacher mit einer Zentralbank wie in Europa, wo eben eine Politikerin, eine ehemalige Finanzministerin aus Frankreich vorsteht, die hat volles Verständnis dafür und wird auch keine Straffung der Geldpolitik durchführen, weil sie dann weiß, dass ihre Staatskollegen damit in Probleme geraten. Also hier haben wir schon mal einen großen Interessenskonflikt. Zudem werden eben auch die Schulden vom Staat weniger wert auf Kosten der Sparer und der Anleger auch. Zum Beispiel eben genau beim Thema Kapitallebensversicherungen, das ja klassischer Geldwert ist. Die müssen ja auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Beispiel ganz viele Staatsanleihen halten. Also dort haben wir eben genau das Thema, der Staat hat hier wieder Vehikel geschaffen, wo automatisch seine Schulden investiert werden und dann auch noch abgewertet werden können. Und auch das Thema Lohnpreisspirale, das wir vorhin schon mal angesprochen haben, ist positiv für den Staat, weil durch diese progressive Besteuerung, die wir in Deutschland haben, natürlich steigen dann für den Staat automatisch die Steuern an, wo er ja nichts dafür kann als Staat. Ja, also das ist ja, ja. Klar. Und da werden natürlich auch diese Grenzen nicht verschoben so schnell und deswegen hat der Staat dazu auch noch mehr Steuereinnahmen durch dieses Ganze. Ja, und die zusätzlichen Staatsschulden, die hier eben aufgenommen wurden durch die Krisenauswirkungen, die wir haben, die könnten ja mit Steuererhöhungen gemildert werden. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, ja, wenn wir 5% Inflation haben, wir haben knapp 7 Billionen Geldvermögen in Deutschland, bei den Deutschen, dann sind es ungefähr 350 Milliarden, was dort 53 Milliarden Euro, was an Anlegerkapital, Sparerkapital hier vernichtet würde, was der Staat alternativ als Steuereinnahme zusätzlich einnehmen müsste, um seine Schulden zu senken. So, bei 350 Milliarden, bei 80 Millionen Einwohner kann sich jeder hochrechnen, dass er wahrscheinlich zwischen 4.000 und 5.000 Euro mehr Steuern pro Jahr zahlen müsste. Ich würde mal sagen, da wird es ein bisschen schwierig. Da kommen dann vielleicht doch ein paar Leute auf die Straße.
Deswegen macht man es eben auch mit dieser leisen Steuer über die Inflation. Also wir haben eben diese 350 Milliarden, wo dann die letztendlich die, ja, die Senkung wieder da ist, von, auch von Schulden des Staates. Die sind dann viel angenehmer für den Staat, weil da geht eben keiner auf die Straße. Es kann ja keiner was dafür für die Inflation. Ja, ja, leider aufgrund der Auswirkungen der Krise, da hat der Staat nichts. Ja, und zudem eben verdient der Staat momentan durch den Negativzins bei jeder Schuldenaufnahme. Weil, und im Prinzip ist es auch verdienen, ein Staat schaut auf den Cashflow. Der schaut nicht, was er für eine Verschuldung insgesamt hat. Das ist dem Staat meistens völlig egal, weil der Staat, der hat eh nie vor, seine Schulden zurückzuzahlen. Also deswegen ist momentan jede Schuldenaufnahme beim Staat willkommen, denn dadurch den Negativzins bekommen die zusätzliche Einnahmen in den Staatshaushalt hinein mit jeder Schuldenannahme. Somit verbessert eben auch jede Schuldenaufnahme die Budgetsituation der Politik. Also wir haben hier ein völlig falsches Anreizsystem. Also wir sehen, wir haben, der Staat hat gegenläufige Interessen zum Sparer und deswegen ist auch wenig Hilfe vom Staat hier zu erwarten, sondern eigentlich nur Entschuldigungen, mehr nicht. Okay. Was natürlich jetzt, da fühlt sich bestimmt der ein oder andere Sparer jetzt auch ein bisschen vom Kopf gestoßen, ganz klar. Und Jürgen, du hast gerade eine Zahl gesagt, die mich beeindruckt. 7 Billionen Euro Geldvermögen haben wir Deutsche immer noch, was definitiv eine Menge ist und die ist gebunden in, keine Ahnung, von Sparbuch über Geld auf dem Girokonto, über Geld wahrscheinlich auch unter dem Kopfkissen, aber auch in Lebens- und Rentenversicherungen. Ich habe mir jetzt ganz aktuelle Zahlen hier vom Gesamtverband der Versicherten mal gezogen. 2,4 Billionen Euro sind in Lebens- und Rentenversicherungen in Deutschland gebunden. Es gibt immer noch 83 Millionen Stück. Das heißt, 83 Millionen Verträge und wahrscheinlich fast so viele Leute sind auch direkt von dieser aktuellen Inflationslage betroffen. Und die denken sich jetzt natürlich, was soll ich denn jetzt tun? Weil Panik zu haben, das ist ja immer das Schlechteste, das ist immer meine Meinung. Jürgen, was sagst du, wenn ich jetzt eine Lebens- oder Rentenversicherung hätte, ich habe jetzt keine, ist klar, aber wenn ich eine hätte, was sollte ich als Sparer tun in der aktuellen Situation? Gehen wir vielleicht mal so einen kleinen Überprüfungsprozess durch, weil es kann dann jeder Zuseher auch für sich nachvollziehen, dass er so einen kleinen Fahrplan hat, wie er das Ganze machen kann. Also das Erste, dass er schon mal eine Auflistung für sich macht, welche klassischen Geldwerte habe ich. Mal so unterteilt, Sparkonto, beispielsweise Sparkonto bei der Sparkasse oder bei der Raiffeisenbank, dann ein Tagesgeldkonto, vielleicht bei der ING DiBa oder sonst, also Tagesgeldkonto, Rentenfonds, was ich habe, dann Kapitalverlebensversicherungsguthaben, was habe ich da entsprechend drin, Bausparguthaben zum Beispiel, auch Riester-Verträge, also all diese klassischen Geldwerte. Einfach mal so eine Auflistung machen, das kann man auf dem Papier machen oder auch, viele haben ja auch schon Excel oder Ähnliches zur Verfügung, einfach mal untereinander und das Ganze zusammenzuzählen, auch mal von der Größenordnung her. Und da weiß man auch, wenn man mal auf 5% Inflation rechnet, wie viel man dann momentan pro Jahr in Euro verliert. Ja, das kann jeder schon mal für sich ausrechnen. Da werden viele erschrecken, weil das rechnet denen sonst niemand aus, was da eben hier stattfindet. So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass ich anschaue mir die einzelnen Anlagen, welche meiner Anlagen können mehr als 5% Rendite pro Jahr bringen. Denn alles, was momentan unter 5% Rendite pro Jahr erbringt, ist letztendlich Vermögensvernichtung. Ich verliere Realvermögen. Und wenn ich eben ein Sparkonto habe mit 0,5 oder mit 0,0%, dann habe ich genau darauf jedes Jahr diese 5% garantierten Verlust. Ja, also das ist der zweite Schritt. Welche meiner Anlagen können mehr als 5% pro Jahr bringen? Und dann natürlich auch das zweite oder dritte Schritt, welche meiner Anlagen bringen sicherlich keine 5% Rendite pro Jahr? Da kann ich mir auch gerne mal ein Kreuz daneben machen oder die mit einem gelben Marker anmarkieren, dass ich dann relativ schnell sehe, welche sind es. Ja, der nächste Schritt wäre letztendlich die Anlagen kleiner 5% auflösen. Also zum Beispiel Lebensversicherung ist jetzt auch so ein Thema, selbst die weiter zurück schon sind, die haben ja keine 5% mehr, was die bringen. Ja? Mhm. Genauso eben auch wie bei Sparkonten. Also ich müsste eigentlich Anlagen dann auflösen, die weniger als 5% Rendite bringen. Mhm. Ja, und dann der fünfte Schritt wäre,
man kann sagen, alles, was man für 6 Monate Rücklage Lebensunterhalt oder auch kein gezieltes Kaufsparen, wo man ein Auto kaufen will oder Kühlschrank oder ähnliches, also wo man eben seine Zielspardinge hat, das sollte man eben auch in Anlagemöglichkeiten, Investitionsmöglichkeiten reingeben mit Renditen, die auch über 5% bringen können, wenn sie investiert sind. Oder auch in inflationsstabilere Werte, die ja letztendlich hier auch dann den Ausgleich liefern können. Also unser Ziel muss sein, um das Vermögen für Inflation in Sicherheit zu bringen, dass wir einen Ertrag haben durchschnittlich auf unser Vermögen, der größer als die Inflation ist. Weil ansonsten haben wir eine Vermögensvernichtung. Wahrscheinlich für jeden auch logisch nachvollziehbar natürlich. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, Jürgen, welche Anlageformen diese 5%-Hürde, sage ich jetzt mal, in der Vergangenheit meistens nicht geschafft haben und auch in Zukunft definitiv nicht schaffen werden. Was jetzt natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich noch eher interessiert ist, welche Anlageformen haben denn in der Vergangenheit über einen gewissen Zeitraum oder im Long Run mehr als 5% gebracht oder sind solche, wie du es gesagt hast, ich zitiere dich, inflationsstabile Anlageformen? Das ist natürlich auch für jeden, der jetzt hier dabei ist, interessant. Genau, also wir haben grundsätzlich mal 2 Teilbereiche. Wir haben so die Sachwerte und so die Geldersatzwerte. Wir haben einmal so die Sachwerte im Bereich Immobilien. Klar, der Immobilienmarkt ist auch schon einiges gelaufen, darf man auch nicht vergessen. Das heißt, da muss man auch ein bisschen selektiver dann einfach vorgehen, aber auch dort haben wir noch die Möglichkeiten. Dann Rohstoffe im Allgemeinen, also diese Phasen sind eben häufig genau die Phasen, wo Rohwaren sehr stark ansteigen. Viele sehen es ja schon im Baustoffpreisanstieg. Der ja entsprechend war. Dann natürlich auch weitere klassische Sachwertanlagen, Diamanten, Whisky, also was ja da sonstiges noch entsprechend gibt. Rolex-Uhren ist ja auch so ein Thema, ne, was man ja da hat. Entsprechend also diverse Sachwerte, die ebenfalls auch wieder einen Marktpreis haben, wenn man sie wieder eintauschen möchte. Also weniger die Liebhaberwerte, was da vorhanden sind. Ja, und dann als zweiten Bereich eben so das Thema Geldersatzwerte, die eben aus dem klassischen Geldsystem auch schon über mehr tausend Jahre kommen. Das ist natürlich einmal so der Bereich Edelmetalle, also sei es Gold oder Silber oder eben dann auch die weiteren Weißmetallgruppen. Und dann natürlich auch, was die Jahre jetzt aufgekommen ist, die digitalen Vermögenswerte. Also der eine oder andere kennt ja auch Bitcoin. Und aber natürlich gibt es da natürlich viel, viel mehr noch, nicht nur den Bitcoin, sondern viele andere Konzepte, die ja hier auch entsprechende Geldersatzwerte sind, weil sie jederzeit eintauschbar sind. Und dann kann man alternativ eben noch stabilere Währungen nutzen, die eben geringere Inflationsraten aufweisen und die traditionell auch eine ja, stabilere Geldpolitik haben, als wie wir hier gewohnt sind. Das ist sehr interessant, lieber Jürgen, weil was ich auch immer den Leuten sage, wenn wir hier in Kontakt sind, wenn Leute an uns ihre Lebens- oder Rentenversicherung verkaufen wollen, der Gedanke der Kunden von uns ist mittlerweile tatsächlich meistens der, dass sie sagen, ich möchte einfach aus diesem Geldversprechen raus und mich aus diesem Thema Inflation, von diesem Thema Inflation komplett abkapseln. Wir haben viel Feedback bekommen von Kunden, die vor 2, 3 Jahren ihre Versicherung verkauft haben, die jetzt überglücklich sind, weil sie sagen, ich habe mit diesem Thema Inflation überhaupt gar nichts zu tun. Das tangiert mich gar nicht. Die Inflation kann bei 10% sein. Das ist mir völlig egal, weil ich habe eben dieses Problem nicht mehr, weil ich bin mein Geldversprechen bin ich los und ich bin neu in was auch immer. Du hast es gerade aufgezählt, Jürgen, welche Möglichkeiten es gibt. Da bist du mehr Experte als ich. Aber in der Form dann in irgendeiner Form halt investiert. Und ich denke, dass es eben auch hier ganz, ganz interessant ist und auch ganz, ganz wichtig ist, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen. Und ich sage immer, man ist selbst sein bester Berater, dahingehend, dass man sich selbst mal Gedanken darüber macht, was mache ich denn jetzt überhaupt mit meinen Verträgen? Das Schlechteste, was sie machen können, ist in Panik verfallen. Das sage ich auch immer. Ganz wichtig immer, wie du es auch vorhin gesagt hast, Jürgen, vielleicht einfach diese 5 Punkte, die du da angesprochen hast, durchgehen und dann einfach analysieren, okay, macht dieses Konzept, das ich hier in der Altersvorsorge habe, noch Sinn oder nicht? Und wenn nicht, Jürgen, dann hast du ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Leute unter die Arme zu greifen. Du hast ja auch eine gewisse Community, du hast auch Kanäle, die ich dann unter diesem Video alle verlinken werde.
Zuschauerinnen und Zuschauer, die dieses Interview jetzt interessant fanden, können sich bestimmt gerne an dich wenden, gehe ich davon aus, oder? Genau, wir können auch eben genau drunter noch verlinken. Da würde ich so eine kleine Checkliste auch mit drunter packen, wo Leute schon mal eine kleine Analyse für sich machen können. Und dann gibt es ja auch die Geldumstellung noch vom Euro, die ja kommt, die ja schon avisiert wurde von auf den Seiten der Politik. Und dazu habe ich auch noch ein eigenes Video-Share, beziehungsweise ist ein Webinar letztendlich, wo dann jeder sich anschauen kann, damit er eben auch sich darauf vorbereiten kann, auf die avisierte Geldumstellung von der Politik. Alles klar, also das machen wir auf jeden Fall, dass wir unter dem Video, je nachdem auf welchem Kanal Sie uns jetzt gerade sehen, ist es entweder über oder unter dem Video, die Checklisten und die Links vom Jürgen Wechsler noch hinterlegen entsprechend, lege ich Ihnen wirklich ans Herz, ist qualitativ ganz hochwertiger Content und wird Ihnen definitiv weiterhelfen, auch in Ihrer Entscheidungsfindung. Lieber Jürgen, besten Dank für deine Ausführungen und für dein Fachwissen, das du uns jetzt hier heute hier zur Verfügung gestellt hast. Es ist immer wieder erfrischend, auch mal hinter die Kulissen zu blicken. Also was für mich jetzt ganz interessant war, auch im Vorfeld von unseren Gesprächen zu diesem Interview, ist auch, also war dieses Thema, dass der Staat gar kein Interesse daran hat, diese Inflation in irgendeiner Form wieder abzumildern, sondern dass der ganz stark davon profitiert. Und ich finde, solche Sachen muss man sich auch einfach bewusst werden, auch wenn man in die Zukunft blickt, weil häufig sind ja Geldversprechen Versprechen in der Zukunft. Wenn ich jetzt eine Lebensversicherung habe, dann wird die vielleicht erst 2040 ausgezahlt. Und es macht dann keinen Sinn zu sagen, naja, bis 2040, da fließt noch so viel Wasser die Donau hinunter, würde man jetzt hier in Ingolstadt sagen, das wird bis dahin schon alles wieder gut sein. Das wird es definitiv nicht. Ganz im Gegenteil, wenn Sie jetzt nicht selbst das Zepter in die Hand nehmen und sich selbst darum kümmern, dann werden Sie später in 2040 irgendwann ein Problem haben in der Altersvorsorge und dass dieses Problem zu diesem Zeitpunkt in 2040 dann zu bekämpfen oder zu bearbeiten, wird dann extrem schwierig. Deswegen ist jedem tatsächlich geraten, aktiv und so schnell wie möglich sich dem Thema anzunehmen. Ja, also in dem Sinne nochmal Jürgen, besten Dank. Danke, dass du heute unser Gast warst hier bei ProLife TV. Wenn Sie Fragen haben, liebe Damen und Herren, die heute hier dabei waren bei dem Interview, rund um das Thema Ankauf, Lebens- und Rentenversicherung, wie das abläuft, welche Möglichkeiten wir da Ihnen zur Verfügung stellen können, dann kontaktieren Sie uns gerne über die bekannten Social-Media-Kanäle, rufen Sie bei uns durch, schreiben Sie uns eine Mail, wie auch immer Sie möchten. Und wir helfen Ihnen dann natürlich gerne weiter und schauen, was wir gemeinsam mit Ihnen machen können. Jürgen, das letzte Wort gehört dir. Hast du noch was an unsere Community zu sagen? Ganz wichtig jetzt, dass sie das vielleicht auch von dir nochmal aus deinem Mund hören. Ja, erstmal herzlichen Dank auch, Felix, dass ich heute da sein konnte, dass ich eben auch eure Zuseher hier informieren konnte. Und ich finde eben auch super, dass ihr solche Lösungen anbietet, wo die Leute eben genau aus diesen gebundenen Geldwerten rauskommen letztendlich. Also weil das ist ja momentan für viele totes oder immer töter werdendes Kapital. Und ihr könnt sozusagen den Leuten dabei helfen, das ganze Kapital wieder zum Leben zu erwecken. Und das finde ich eben super, dass ihr das so aufgebaut habt, dass ihr eben euch um die Leute kümmert und dass die Möglichkeit eben bekommen, auch wirklich die Altersvorsorge wieder auf eine solide Basis zu stellen. Ja, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass da jeder sich jetzt dran macht. Jetzt kommen ja auch gegebenenfalls im Winter, hat man ein bisschen mehr Zeit noch, das Ganze durchzugehen. Nutzen Sie die Zeit und schauen Sie, wo Sie Ihr kapitalgewinnbringend investieren können. Und alles Liebe und Gute. Danke, lieber Jürgen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit. Lassen Sie es sich gut gehen, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Folge ProLife TV.